Pomp und Gloria, Stuck und Ornamente, das ist Barock. Vanitas, Pest und Krieg, auch das ist Barock. Diese Widersprüche des Barock, die diese Epoche so schillernd machen und die sich im Lebensgefühl des Carpe Diem verdichten, diskutiere ich heute in der Sternstunde Philosophie. Und zwar mit dem Philosophen Gunnar Hindrichs, mit dem Barockmusiker Peter Kennel und mit dem Schauspieler Anatol Taubmann, den viele von Ihnen vermutlich vor allem aus dem James-Bond-Film «Ein Quantum Trost» kennen, der aber auch Barock kann. Anatol Taubmann, Sie sind mitten in den Dreharbeiten zur Fernsehserie Versailles, die mit dem stolzen Budget von 25 Millionen Euro eine der teuersten Produktionen Ihres Genres sein wird. Verraten Sie uns ein paar Details dieser glamourösen Serie? Also sie ist anscheinend die teuerste Fernsehserie in der Fernsehgeschichte Europas. Ja. Das wird von Canal Plus finanziert, in englischer Sprache, und beschreibt in der ersten Staffel das Jahr 1667, wo Ludwig XIV. Sich mehr oder weniger von seiner Mutter losgelöst hat, von all seinen, wo er mehr oder weniger zum absoluten Monarch wurde. Mhm. Und auch dann gesagt hat, Versailles, hier will ich sein, alle Noblen, alle Adligen, ihr zieht hier raus. Ja, das war auch der Beginning von der Anfang von der La Grande Enquête, wo er allen Adligen die Rechte genommen hat. Wen spielen Sie? Ich kann Ihnen nur sagen, der Name meiner Figur, der heißt Moncourt. Moncourt. Mhm. Was der genau macht, der macht viel. Was er genau macht, darf ich aber ist nicht. Alles top secret. Ja, wir sind sehr gespannt, wann kann man das ansehen? Das kommt nächsten Herbst, kommt das weltweit, wird das ausgestrahlt, ja. Gut, wir werden noch mehrmals wahrscheinlich darauf zurückkommen, wie das auch ist, eine Barockfigur zu verkörpern. Peter Kennel, Sie sind ein gefragter Countertenor, Sie sind Barockmusiker, haben sich dieser Epoche geradezu verschrieben. Was lieben Sie am Barock? Ja, da gibt es viele Dinge. Die Üppigkeit, die Vielseitigkeit, die Gegensätze, all das liebe ich sehr, nicht nur in der Musik, sondern auch in meinem Leben. Die Gegensätze, die haben wir hier auch ein bisschen nachgebildet im Stile eines Stilllebens von Caravaggio. Obst, Früchte, ein bisschen Luxus in Form dieses roten Tiers da. Üppiges Leben, aber auch Vanitas auf der anderen Seite, die Vergänglichkeit, der Tod, der lauert. Gunnar Hindrich, Sie sind Professor für Philosophie an der Universität Basel. Finden sich diese Gegensätze auch im Denken dieser Zeit? Im Denken ja, in der Philosophie ist es etwas schwieriger. Also insbesondere die von Ihnen angesprochene Vanitas, Vergänglichkeit auf der einen Seite, das Pflücke den Tag, das Carpe Diem auf der anderen Seite. Das sind, glaube ich, eher Dinge, die in Literatur, vielleicht in Kunst eine größere Rolle spielen, in der Philosophie sich weniger niedergeschlagen hat. Gibt es dafür einen Grund? Das weiß ich gar nicht genau, ob es dafür einen Grund gibt. Die Philosophie beschäftigt sich eher mit so etwas wie dem Absolutismus in der politischen Philosophie oder mit Konstruktionen des Weltzusammenhangs in der theoretischen Philosophie, in der Metaphysik. Das sind deren Fragen und eben auch mit den Affekten, also mit dem, wie wir als Menschen in einer solchen Welt leben können. Mhm. Auch darauf wollen wir dann später noch zurückkommen. Beginnen wir mal, wenn wir an den Barock denken, damit, was eigentlich am naheliegendsten ist. Wir alle kennen Barockkirchen. Die Maler, die Architekten haben in dieser Zeit ja alles gegeben, um dick aufzutragen. Im Bild sehen wir die Klosterkirche einsiedeln, auch eine Innenansicht. Barock, bunt, schwülstig, Pomp und Gloria, wie ich am Anfang gesagt habe. Anatol Taubmann und auch Peter Kennel, Sie beide sind hier zur Schule gegangen. Was löst das aus? Ja, Sie waren ja, glaube ich, nicht Klassenkameraden. Nein, waren wir nicht, aber ich wusste nicht, dass Sie, Herr Kennel, auch in Einsiedeln zur Schule gehen. Ja, war ich, ja. Mussten Sie noch eine Kutte tragen? Nee, habe ich nicht, aber beim Papstbesuch, der da in der Zeit stattfand, habe ich dann eine Kutte angezogen. Das war schon auch toll, mal so herumzulaufen. Also Pater Cassian, Pater Luxus ist nicht wahr. Da könnte man eine eigene Sendung jetzt machen. Hier, genau. Ich wusste ich nicht. Das Was löst das aus bei Ihnen, wenn Sie diese Kirche sehen? Gefällt Ihnen sowas? Also für mich löst das Einsiedeln, wenn Sie mich so fragen, einfach, und auch diese Kirche, Heimat, Geborgenheit, Sicherheit aus. Für mich war Einsiedeln eine wunderschöne, sehr, sehr prägende Zeit. Ja,
Und ich finde auch die Kirche wunderschön. Ich habe mich damals als Teenager wenig mit Kirche sonst beschäftigt. Ich hatte andere Probleme. Aber das löst bei mir, mein Herz macht Purzelbäume. Das ist schön. Wie ist es bei Ihnen? Auch Purzelbäume? Ja, mein Blick sagt wohl alles. Nein, nein. Also ich gehe immer wieder gerne nach Einsiedeln, auch in die Kirche, gerade eben, weil die so unglaublich barock ist in jeder Hinsicht. Und ob ich mich dann geborgen fühle, ist vielleicht etwas anderes. Aber ich konnte auch nach der Zeit in der Schule in Einsiedeln auch verschiedene Konzerte dort aufführen. Und das ist dann auch die Verbindung mit diesem Raum, mit der Musik, ist schon einmalig. Und gerade dieser Raum in Einsiedeln, der so diese Größe auch hat und diese Vielseitigkeit, das ist ganz toll für mich auch. Immer wieder komme ich gerne zurück. Kennen Sie Einsiedeln? Ich war nie dort. Ah. Nie, da müssen Sie unbedingt. Sie müssen vielleicht einmal mit diesen beiden Herren gehen, ja, dann gerne, können Sie auch Purzelbäume. Dann komme ich aber wirklich und auch mit. Und sehen Perücke, ja. Dann. Ja. Aber ja, das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Auch die barocke Musik, die feiert ja Gott, auch die ist pompös. Also das Feiern von Gott, das spielt ja eine ganz, ganz große Rolle in der barocken Musik. Hören wir uns ein Beispiel an, nämlich den Beginn des Magnificat von Johann Sebastian Bach. Erhabenheit, ein sinnliches Fest, was man hier hört, das ist sondergleichen, gekoppelt mit eigentlich einem Kompositionsprinzip der Kontrapunktik, das ist einfach einmalig. Das müssen Sie erklären. Es ist auch ein super Beispiel, was Bach auch immer selber gesagt hat, dass die Musik zu Ehre Gottes sein muss und sein soll und auch zur Rekreation des Gemüts dazu sein soll. Und das ist ein Paradebeispiel für das. Diese Freude, die da herrscht. Ja. Also diese Lobpreisung Marie zur Weihnachtszeit geschrieben, ist toll. Da kommen ja auch Pauken vor, es kommen Bläser vor, es sind die Streicher. Und typisch für den Barock ist ja auch die sogenannte Polyphonie, dass eben unabhängige Melodien voneinander ihren Weg suchen, einander ergänzen, einander umschlingen und nicht mehr eine Melodie, die dann einfach ein bisschen Begleitung dazu kriegt. Ja, man muss vielleicht dazu präzisieren, dass ja diese Kontrapunktik... Können Sie die Kontrapunktik erklären? Ja, das ist Polyphonie, komplex dargestellt, verschiedene Stimmen, es sind nur eine Oberstimme und ein Basso Continuo, sondern es sind mehrere Stimmen, die komplex ineinander verlaufen. Und da gibt es verschiedene Formen, wie eben die Fuge oder andere Teile, zu denen wir vielleicht später noch dazukommen. Und dann die Monodie, die eigentlich den Gegensatz darstellt, die weniger komplex komponiert ist. Und aber diese Komplexität, diese Polyphonie, das ist ja schon ein Kompositionsprinzip früherer Zeit. Und gerade Johann Sebastian Bach hat das einfach noch weitergezogen und hat das perfektioniert in dem Sinne. Aber die Bewegung war natürlich dann auch in andere Richtung, gerade in der Oper, die man von dieser Komplexität wegging. Mich persönlich ergreift barocke Musik immer noch unglaublich. Ich finde das etwas vom Großartigsten, was es gibt. Wie geht es Ihnen, Herr Taumann? Mögen Sie barocke Musik? Ich finde, privat würde ich es nicht hören. Für den Beruf finde ich es auch göttlich. Was meinen Sie mit für den Beruf? Als Hintergrundmusik für Versailles? Wenn man, oder jetzt für Versailles, wenn ich eine Figur versuche zu bewohnen oder zu begreifen oder eine Zeit versuche zu begreifen oder zu verstehen, dann bediene ich mich natürlich auch der Musik, verschiedenen Quellen, aber auch der Musik und dann ist das eine wunderschöne Inspiration. Wie geht es Ihnen, Herr Hendrik? Also die mehrstimmige Musik, also die Kontrapunktik und die Polyphonie, das ist auch etwas, was mich sehr anspricht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es auch eine besonders rationale Musik sein kann, nicht? Weil, oder sein muss, weil die Stimmen ja zusammenpassen müssen und gleichzeitig aber eben auch eine stark ausdrucksvolle Musik ist.
Sie hat auch manchmal etwas Witziges, nicht? Also gerade jetzt im Magnifikat am Ende, wenn das dann heißt, Sigut erat in principio, wie es war am Anfang, jetzt und immer da, dann kommt die anfängliche Musik wieder. Ja, das ist ein kleines Augenzwinkern, das Bach sich da erlaubt. Nicht? Das gibt es darin auch. Andere Formen der Barockmusik liegen mir nicht so sehr. Also das große Gegenmodell zu dieser mehrstimmigen Musik ist ja oftmals das italienische Konzert. Auch sehr beliebt, vor allem die vivaldischen Konzerte, aber damit kann ich selber nicht so viel anfangen, obwohl ich es als Form zu schätzen weiß. Wenn wir über die Philosophie sprechen, dann ist ja sehr, sehr auffällig, dass in keiner Philosophiegeschichte, zumindest in keiner mir bekannten, der Barock als Epoche vorkommt. Warum ist das so? Wo stand denn die Philosophie damals? Das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem für uns, nicht? Also wenn wir über die Philosophie im Zeitalter des Barocks sprechen, dann sprechen wir über eine Philosophie, von der nicht ganz klar ist, ob sie selber Barock ist oder etwas anderes. Es gibt eine Ausnahme, die ich direkt erwähnen will. Ende des 20. Jahrhunderts hat Gilles Deleuze versucht, das barocke Denken auf einen Begriff zu bringen. Er ist der Einzige und hat es versucht in Bezug auf Leibniz. Und der Titel seines Buches lautet Le Pli, die Falte. Ja, und ein verrückter Titel. Und damit gemeint ist, dass das barocke Denken, er versucht das an Leibniz zu zeigen, ein Denken ist, das sich in Entfaltungen und in Einfaltungen bewegt. Wir haben da vorher noch gemeinsam Papier gefaltet. Wir haben so ein kleines Hilfsmittelchen gemacht. Also wie dieses Papier eingefaltet ist und sich ausfalten lässt, so stellt sich laut dieser These das barocke Denken das gesamte Universum vor. Das gesamte Universum ist sozusagen ein einziger Faltenwurf, wenn man so möchte. Und es geht darum, die Ausfaltungen und die Entfaltungen dieses Denkens zu begreifen. Vielleicht können wir das noch mal hier an der Kirche in Einsiedeln, die wir eben gesehen haben, zeigen. Es gibt also die Fassade, die nach außen geht, und dann gibt es ein Inneres. Und die These von Deleuze ist, auch in der Architektur, ist das zu begreifen als eine Entfaltung eines Einzelnen nach innen und nach außen. Und das Einzelne ist nicht noch mal etwas Drüberstehendes, sondern zeigt sich in solchen Faltenverhältnissen. Kann man drüber nachdenken, ob das stimmt oder nicht. Sehr spannend. Auch in Bezug auf die Musik. Sehr spannend, aber sehr kompliziert. Also ich muss jetzt erst gleich mal rückfragen. Natürlich hat eine barocke Kirche eine Fassade und ein Innenleben, aber es hat ja jedes Haus. Das hat ja auch ein zen-buddhistisches Kloster. Das ist richtig. Also die Kunst, es gibt eine kunsthistorische Deutung, auf die Deleuze sich dann bezieht. Und diese kunsthistorische Deutung sagt, dass die Fassade absolut außen ist. Und die Innenräume geschlossene, absolut geschlossene Innenräume. Es gibt also keine Durchdringung von, zum Beispiel sieht man von außen nicht die Konstruktion, soll man auch nicht sehen, die sie innen vorhanden ist, sondern die Fassade weist nur nach außen und die Räume sind nur geschlossen nach innen. Also wir haben zum Beispiel nicht prunkvolle, bunte Fassaden, sondern nur der Innenraum zeigt dieses bunte, prunkvolle? Das kann man so auch nicht sagen. Die Fassade ist ja durchaus auch sehr prunkvoll, nicht? Aber sie ist nach außen gerichtet, sie ist auf einen Empfang gerichtet. Der Innenraum dient etwas ganz anderem. Und jetzt lautet die These, dass dieses ganz andere, also die Aufspaltung in Inneres und Äußeres, eine Faltung sei, eine Falte zwischen Innen und Außen, so wie die Perücken, Maskerade und der innere Seelenzustand des Menschen eine Entfaltung ins Äußere und ins Innere sei. Und der Witz dieser Interpretation ist nun zu sagen, dass das Ding, um das es da geht, die Kirche, der Mensch oder was auch immer, nicht etwas ist, was jenseits dieser Faltung ist, sondern was sich als eine solche sich ausdifferenzierende Entfaltung verwirklicht. Das Ganze nimmt ja Bezug, dieses Buch von Gilles Deleuze, 1988 erschienen, auf Leibniz' Monadologie, eine der kompliziertesten Philosophien überhaupt, die sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Diese kleinen Monaden, die eben auch keine Fenster, keine Türen haben, in sich selber Faltungen darstellen. Wenn wir die Monadologie mal noch weglassen und noch über etwas anderes sprechen in der Philosophie. Interessant ist ja auch, dass in den Naturwissenschaften bahnbrechende Dinge passieren. 1633 steht Galileo Galilei vor dem Gericht, muss sich verteidigen für sein neues Weltbild, das er proklamiert. 50 Jahre später erfindet Newton oder entdeckt Newton die Gravitationsgesetze. Also bahnbrechende Dinge. Wie reagiert die Philosophie darauf? In verschiedener Hinsicht. Also Galilei kann ja auch als ein Philosoph betrachtet werden und nicht nur als, also diese Trennung zwischen Naturwissenschaft und Philosophie, wie wir sie heute haben,
kann man für die damalige Zeit so gar nicht machen. Jetzt bewegen wir uns natürlich weg von der ersten Fragestellung, was ist barockes Denken? Da hatte Deleuze diese Antwort, ein in Falten sich bewegendes Denken, hin zu der Frage, was sind eigentlich die Philosophien der Zeit, die wir barock nennen? Und da würde ich doch sagen, dass die von Ihnen erwähnten jetzt naturwissenschaftlichen Entdeckungen vor allem zu tun haben mit einer Mathematisierung der Welt. Das heißt, dass man die Welt und die Natur, nicht nur die Natur, aber vor allem die Natur, mit mathematischen Mitteln versucht zu konstruieren und versucht, über diese Mathematisierung zu erklären. Zum Beispiel in der Natur bedeutet das, Naturgegenstände sind über die räumliche Ausdehnung zu begreifen. Sie sind im Grunde geometrische Gegenstände. Diese Traube zum Beispiel, ja, lässt sich begreifen als eine bestimmte geometrische Figur und aus dieser geometrischen Größe heraus erklären und nicht aus irgendwelchen anderen Qualitäten. Und interessant ist ja auch, dass die Philosophen, die wir auch als Philosophen kennen, eben fast alle auch als Mathematiker tätig waren. Also nicht nur die Naturwissenschaftler auch Philosophen waren, sondern Leibniz beispielsweise gilt als der Entdecker oder der Erfinder der Differential- und Integralgleichungen der ganzen Mathematik, die Sie wahrscheinlich studiert haben in Einsiedeln. Ich denke auch sehr wahrscheinlich beim gleichen Mathematiklehrer. Ich denke auch. Meiner hieß Pater Hieronymus. Nein. Ja. Pater Lorenz war das. Oh, kenne ich auch. Ja. Also da war bei mir auf Durchzug. Ja, das hat meine Intelligenz bei weitem überstiegen. Die Oberflächenspannung einer Traube beispielsweise könnten wir wahrscheinlich jetzt damit irgendwie berechnen. Aber lassen wir das. Mathematisierung des Denkens, das trifft ja auch auf die Musik zu. Also Bach beispielsweise hat einen ganz starken Hang zur Zahlensymbolik. Viele Dinge lassen sich fast schon mathematisch aufschlüsseln. Ja, generell ist zu sagen, die Rationalisierung also von Gegenständen, das hat man in der Musik in Barockzeit auch gesucht. Man suchte Formeln zu finden, die dann einen bestimmten Affekt vermitteln. Diese Affektenlehre, die dann eben das Prinzip der Figurenlehre eigentlich zu Hilfe nahm, eben gewisse Figuren zu finden, die einen gewissen Affekt dann auslöst beim Zuhören. Und natürlich, Johann Sebastian Bach, seine oberste Maxime war eigentlich die der Klangrede. Also, dass man die Rhetorik ganz eng an die Musik ankoppelt, das war eigentlich seine oberste Maxime. Und alle seine tollen Werke hat er diesem Prinzip unterstellt. Und damit zusammenhängt natürlich auch dann die Zahlensymbolik, die wir alle kennen, das vom Formaufbau bis Spielereien mit verschiedenen Zahlen, versteckte Zahlen, das ist alles sehr spannend. Es gibt ja auch viele Stücke von ihm, in denen er die Noten entsprechen den Anfangsbuchstaben oder den Buchstaben seines Namens. Ja, genau, das hat er mehrmals verwendet, auch B-A-C-H. Ja, das ist auch eine Form von Spielerei, zum Teil versteckt, zum Teil offensichtlich gesetzt. Da hätte ich eine Frage dazu. Diese sogenannte Figurenlehre, also das ist jetzt der Gedanke, dass bestimmte festgelegte Klangfiguren ein bestimmtes Gefühl vermitteln können. Wie sehen Sie das denn eigentlich? Es gibt doch Behauptungen, dass das nur für einen Teil der Musik gegolten hat, für nämlich die deutsche Musik, die bis hin zu Bach führte. Also, da würden Sie sagen, das gilt für die gesamte... Ich denke schon, dass es für die gesamte Zeit sehr prägend war, ja. Ist denn das so etwas wie die Sehnsucht nach Ordnung im Chaos? Kann man das so sagen? Weil es ja auch diese Üppigkeit gibt. Ich finde das schwierig zusammenzubringen, wenn man sich überlegt, dieses strenge Mathematische und gleichzeitig, wenn man diese Kirche ansieht. Oder wir haben da einen Engel, das hat ja nichts streng Mathematisches, sondern das ist Üppigkeit, das ist... Aber das ist gerade der Reiz daran, oder? Eben, diese Verbindung, ja, Ordnung im Chaos. Also das ist genau der Reiz, diese Sinnlichkeit mit der Ordnung zu verbinden. Das ist schon sehr extrem. Schauen wir uns auch da noch ein Beispiel an, einem mathematischen Versuch, fast schon mit Musik umzugehen. Bach ist ja auch berühmt dafür, dass er sogenannte Krebskanone geschrieben hat. Also Kanone, wir sehen ein Beispiel aus dem musikalischen Opfer. Und hören das auch. Das ist ein Musikstück, das sich von vorne spielen lässt, aber auch von hinten spielen lässt. Und es klingt zweimal ganz genau gleich, oder?
Ja, es klingt gleich, ob man es von vorne spielt oder von hinten. Und das braucht ja, also stelle ich mir vor, eine unglaubliche Denkleistung, sowas komponieren zu können. Wie kriegt man sowas hin? Ist das nicht wahnsinnig schwierig? Ja, ich denke schon auch. Ja, ich meine, Johann Sebastian Bach war ein Genie. Und der hatte das wahrscheinlich sehr schnell hingeschrieben, im Gegensatz zur sechsstimmigen Fuge, die er dann auch noch komponiert hat. Hören wir den Wechsel? Jetzt kommt es wieder von vorne. Genau. Mhm. Wobei er das nicht so geschrieben hat. Er hat nur eine Linie geschrieben, hat dieses Thema genommen, eben das berühmte, erweitert. Und dann unten den Sopranschlüssel umgekehrt und ein Zeichen gesetzt und damit gesagt, man solle das sofort auch von hinten nach vorne spielen und kombinieren. Mhm. Und was wir hier hören, ist eben gleich der Zusammenklang. Das ist ein sogenannter Krebskanon, in dem das eben so funktioniert. Und diese Melodie kommt Ihnen, Anatol Tauban, mit Sicherheit sehr bekannt vor, weil es nämlich sozusagen der Anlass ist eines Spielfilms, in dem Sie eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Der Film heißt «Mein Name ist Bach», er ist von Dominique de Riva, einer Schweizer Regisseurin. Und dieser Film erzählt die Entstehungsgeschichte dieser Melodie, nämlich als Johann Sebastian Bach eingeladen wurde vom Friedrich II., dem König von Preußen damals, an seinen Hof. Und dort musste er diese Melodie komponieren. Wir schauen uns gemeinsam einen Ausschnitt an aus diesem Film, in dem wir Sie auch in Ihrer Rolle sehen. Ja. Kompliment, Prinzessin. Sehen Sie, Buxtehude, Monteverdi, Emanuel Bach, Werke, die Friedrich herumliegen lässt. Der hat keinerlei Respekt. Ich sammle sie. Ich liebe sie. Quanz hilft mir. Sehen Sie noch dieses hier. Daran hänge ich am meisten. Ihr Bruder Emanuel hat mir sogar eine Widmung hineingeschrieben. Emanuel Bach. Über die Kunst, die Klaviatur zu berühren. Mit dem Daumen zu spielen. Darauf musste man nur kommen. Wie konnte man überhaupt ohne Daumen spielen? Ich bin nur Friedemann Bach. Ich habe Ihnen nicht viel zu geben. Wollen Sie mit mir spielen? Wer verführt hier eigentlich wen, Herr Tauban? Also ich möchte dazu noch sagen, der Film, der hat auch den Schweizer Filmpreis gewonnen. Vor 10 Jahren oder 11 Jahren, 2003, 2004. Ich finde ihn sehr gut gelungen, sehr mutiger Film. Sie verführt mich. Eindeutige Geschichte. Können Sie denn eigentlich Klavier spielen oder haben Sie das hier nur so gut hingekriegt, es zu spielen? Also in diesem Stück wurden wir gedoubelt. Beide. Es gibt eine andere Szene, wo ich darauf bestanden habe, dass ich das selber spiele. Das heißt, Sie spielen selber Klavier auch? Nein, aber ich habe dieses eine Stück akribisch 3 Monate geübt. Ja. Mhm. Mit einem ganz bekannten Herrn, der auch in Filmen wie Farinelli oder Le Roi Danse, der König tanzt, musikalisch mitgeholfen hat, Daniel Lipnik aus Belgien,
sehr bekannter, erfahrener Mann mit dieser Zeit, mit dieser Musik. Und ich hatte in meinem Hotelzimmer ein Cembalo, ein Harpsichor und habe da rumgeklimpert. Ja. Sie spielen hier Friedemann Bach, eben einen der Bach-Söhne. Und jetzt in Versailles wieder die Barockzeit. Ist es schwierig, sich als Schauspieler in so eine Zeit hineinzuversetzen? Es ist herrlich, sich in so eine Zeit hineinzuversetzen. Man muss dazu auch... Nein, schwierig ist es. Also es braucht... man muss das halt mit Haut und Haar machen. Sowieso im Künstlerberuf, wenn man den Künstlerberuf lebt, egal ob Musiker oder Maler oder Autor, das macht man mit Haut und Haar, mit Leidenschaft und mit Seele und 100%. Und das Gute ist jetzt bei Versailles ist die sogar noch mehr dokumentierte Zeit als der Zweite Weltkrieg. Also es gibt da kann man aus unermesslichem Fundus schöpfen. Und, wie bereiten Sie sich denn vor? Also vorhin haben Sie gesagt, Barockmusik hilft Ihnen beispielsweise, sich in solche Rollen hineinzudenken. Lesen Sie da auch irgendwelche Dokumentationen, historische Bücher, um die Epoche zu verstehen? Ja, also ich sehe das immer so, Schauspielerei ist auch ein bisschen was wie Architektur. Also ein Architekt baut ein Haus und ich baue eine Rolle. Und für diese Rolle habe ich wie ein Architekt auch mehrere Pläne. Ein Plan, Hauptplan ist das Drehbuch. Und dann gibt es, ein anderer Plan ist Gespräche mit meinem Regisseur, Sekundärliteratur, Filme, Dokumentationen, Musik. Und das ist halt gerade beim... Und dann irgendwann mal kommt das alles zusammen und im Idealfall tritt man dann Anfang der Dreharbeiten in dieses Haus rein, ein, das man gebaut hat und bewohnt das so authentisch wie möglich in den gegebenen Umständen. Ja. Begibt sich in die Falten, wenn wir noch einmal das Bild aufnehmen wollen. Also mir, das Falten, das entspricht mir sehr. Ich kann mich da sehr damit identifizieren, mit diesem Denken. Ja. Wie ist es bei Ihnen, Herr Kennel? Sie müssen sich auch in Rollen reindenken. Ja, ja, also ich finde das ein ganz tolles Bild. Ja. Ich habe ein anderes Bild, weniger gut. Das ist immer, ich bin schwanger. Ich bin 9 Monate schwanger mit dem Werk in der Zeit und versuche mit allen Sinnen die Geburtsstunde dann super hinzukriegen und zu verstehen, was jetzt abgeht. Und das ist schon sehr intensiv. Ich glaube, der Unterschied ist aber, dass deine, dass ihre Ausführung, Entschuldigung für diesen wirklich also ethischen Fauxpas, den ich jetzt hier gemacht habe. Ja, ethisch wollen wir nicht gleich nennen. Aber ich, dass wir, Sie haben dann meistens, denke ich, eine Aufführung, auf die Sie hinarbeiten. Ja, genau, das ist natürlich schon was anderes. Und bei mir ist es jetzt wie zum Beispiel bei Versailles, das sind 10 Folgen, da gehen die Dreharbeiten von Mitte August bis Anfang März. Und so, darum ist es eine lange Geburt, sozusagen. Aber ich finde Ihr Bild auch sehr schön. Ja, ist einfach. Es ist eigentlich genau gleich, es geht ums Gleiche. Es geht ums Gleiche, ja, genau. Ja. Noch ein kleiner Hinweis zu Bach, intern sozusagen. Es gibt die These, dass gar nicht Johann Sebastian Bach alle diese Musik geschrieben hat, sondern eigentlich vor allem seine Frau Anna Magdalena. Das behauptet ein Musikwissenschaftler namens Martin Jarvis. Und im Anschluss an diese Sendung zeigen wir den Film Written by Miss Bach. Dieser Film zeigt eben genau diese These, verdichtet diese These. Dies einfach ein kleiner Hinweis. Aber jetzt zurück zu dieser Geschichte mit dem Barock oder zu dieser Geschichte des Sich-Verkleidens. Auch das spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Staffage, Kostüme, wie man sich kleidet. Und wenn ich mir überlege, was im Moment eigentlich bei Ihnen jetzt für uns von außen gesehen aktuell ist, dann ist es ja was ganz anderes, nämlich die Wikinger-Saga. Ah, ja. Also Northman läuft im Moment bei uns in den Kinos an. Mhm. Da tragen Sie ja ganz was anderes, nämlich so eine unglaubliche Rüstung. Was ist denn bequemer, die juckende Perücke oder diese Wikingerrüstung? Die juckende Perücke. Ist besser? Ja, also wobei, was kann man nicht sagen, bequemer, weil man muss ja auch, man umarmt seine Rolle, man muss sie lieben, man muss sie verstehen. Genau. Und da ist das Jucken, das gehört natürlich da auch dazu, weil im 17. Jahrhundert gab es kein Conditioner und kein Shampoo und so. Das ist auch okay, wenn es juckt. Oder jetzt beim Wikingerfilm 16 Kilogramm Rüstung und da dann irgendwann mal auf, zum Beispiel jetzt aufs Klo gehen, mussten ja auch die Wikinger aufs Klo gehen. Die haben das ja wahrscheinlich in die Hose gemacht. Wir haben das nicht gemacht. Das gehört aber auch dazu. Ja, das ist so ein
das spürt man dann auch nicht. Mhm. Ja. Und man sollte auch nicht klagen oder sich beklagen drüber. Aber wenn Sie mich so fragen, dann ist mir von der Zeit her das 17. Jahrhundert oder die Spätbarockzeit, wo Versailles spielt, lieber als das 9. Jahrhundert Schottland. Ja. Es gibt ja viele Historiendramen im Kino. Das ist etwas, was die Menschen fasziniert. Warum interessieren wir uns für solche Stoffe? Ja, also, da bin ich natürlich die falsche Auskunft. Find ich eine super Frage. Ich kann jetzt nur darüber spekulieren. Wir können es ja mal auf den Barock selber beziehen. Jetzt nicht auf die Wikinger, sondern also über uns selber nachdenken. Warum sitzen wir hier und warum interessieren sich so viele dafür? Da gibt es vielleicht mehrere Möglichkeiten. Also auf der einen Seite so eine Deutung wie diese Falte. Sie haben es ja eben unmittelbar gesagt, dass es Sie unmittelbar anspricht. Das ist ja eine Form des Denkens, die möglicherweise auf Differenz abzielt. Und das ist ja etwas, was in unserer Jetztzeit eine große Rolle spielt. Sich ausdifferenzieren, Differenzen zur Entfaltung zu bringen. Das könnte etwas sein, was Leute anspricht. Also Sie meinen sowas wie sich selber entwerfen, sich selber werden, Authentizität? Oder was meinen Sie mit ausdifferenzieren? Nein, ich meine tatsächlich, das Differente zuzulassen. Also nicht Können Sie ein Beispiel geben, ein konkretes? Na, ganz verschiedene Lebensformen. Ganz verschiedene Lebensformen an sich selber. Sich neu erfinden und all diese Dinge. Ja? Mhm. Wenn man das jetzt mal weniger platt formuliert, könnte man natürlich sagen, das sind lauter Faltenwürfe eines Individuums. Ja? Und dann könnte man sagen, das ist etwas, was die Gegenwart ansprechen könnte. Man kann aber auch ein bisschen ideologiekritischer rangehen und sagen, vielleicht sind es auch ganz andere Dinge, die Leute zur Identifikation da bewegen. Zum Beispiel die Machtdemonstration des Absolutismus. Hat ja auch was Tolles, sich der Macht zu unterwerfen und anheimzugeben. Und ist ja auch etwas Entlastendes. Das könnte man problematischer sehen, nicht? Dass man das eine Identifikationsfigur ist. Und zumal, wenn die Macht dann auch noch mit solcher Sinnlichkeit einhergeht, ne? Dann ist sie gleich sexy. Also ich glaube, allgemein verkleiden und der Mensch versucht, sich zu begreifen, zu verstehen, zu erklären und das natürlich hinten und sich zu verkleiden und vielleicht auch eine andere Rolle zu spielen, ob das jetzt im Karneval ist oder bei den Pfadfindern verkleidet man sich auch, beim Militär verkleidet man sich auch. Street Parade oder zum Beispiel schon Stewardess oder Pilot. Ja, das waren damals in den 50er, 60er Jahren waren das Helden. Da haben sich alle Köpfe gedreht, wurden da irgendwie da jetzt, vielleicht jetzt im Zürcher Flughafen nicht mehr, aber damals, oder auch dort, es hat noch irgendwie was so, ja, noch so eine Bewunderung und spüren und was Neues erleben und so. Und darum ist, glaube ich, auch die Wikingerzeit gerade sehr. Das ist eine Zeit, die ist uns vielleicht noch näher als die Ägypter und die Mesopotamier und die Griechen, weil sie doch noch ein paar Jahrhunderte später ist. Aber als diese Wikingerzeit jetzt, wo dieser Film spielt, Northmen, a Viking Saga, über die hat man noch nicht so viel erzählt. Da gibt es aber eine Riesenausstellung, gerade in Berlin, in den Gropius-Gebäuden, die aus England kam, hochspannend, hochfaszinierend. Das hat, glaube ich, aber auch alles was damit zu tun, ein bisschen den Menschen zu verstehen und zu begreifen. So, vielleicht, weiß ich nicht. Eine Faszination, die zu tun haben könnte beim Barock oder etwas, was uns auch sehr anzieht, ist wahrscheinlich ja auch diese Sinnlichkeit. Der Barock ist üppig, er ist aber auch sehr sinnlich. Es steckt eigentlich voller Erotik. Historisch gesehen oder ideengeschichtlich gesehen ist ja diese Zeit eben wirklich eine, in der die Affektlehre auch entsteht. Was ist genau die Affektlehre? Das ist etwas, finde ich, was sehr mit dem zu tun hat, was Sie vorhin in Bezug auf die Figurenlehre erwähnt haben. Affekte, also wir würden heute sagen Emotionen oder Gefühle, verschiedene andere Ausdrücke könnte man dafür einsetzen. Affekte sind ja etwas, was uns widerfährt. Also wenn wir Angst haben, wenn wir Freude verspüren, wenn wir Zorn verspüren, das ist etwas, was uns überkommt. Das hat man also gedeutet als Widerfahrnis. Ja, und dann ist das Problem, wenn wir als eine Affektnatur solchen Widerfahrnissen ausgeliefert sind, wie können wir eigentlich stabil unser Leben führen? Man braucht also eine Form von, nennen wir es mal, Rationalisierung dieser Widerfahrnisse und Umgangsmöglichkeiten mit diesen Widerfahrnissen. Und die Affektenlehre soll so etwas bieten. Sie versucht, die Affekte zu erklären. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Grundaffekte zu bilden, mittels deren man die anderen Affekte ordnet. Und dann versucht man zu zeigen, wie man
mit diesen begriffenen Affekten umzugehen vermag. Ist sowas wie Stressbewältigung moderne Affektlehre, oder? Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht kann man Stress auch als einen Affekt bezeichnen. Also es kommt, es ist schon auch eine Technik, aber es ist weniger eine Technik wie jetzt die Stressbewältigung. Es ist schon eine, man kann sagen, es ist ein therapeutisches Anliegen. Ja, es sollen bestimmte Affekte aufgelöst werden, beziehungsweise ich sage lieber mit ihnen umgegangen werden, bewältigt werden. In der Musik scheint mir, das ist eine These der Musikwissenschaftlerin Silke Leopold, scheint mir zum Beispiel die Da Capo-Arie in der Barockoper eine klare Affektbewältigungsarie und eine Affektrationalisierungsarie. Also das ist so eine dreiteilige Form. Und in der Mitte rast der Affekt los. Zornesarie, Wahnsinnsarien und so weiter. Und dann wird das aber wieder eingebunden durch diese strenge dreiteilige Form. Das ist ein Umgang mit einem Affekt. Also weil es wieder von vorne beginnt? Oder Da Capo, warum? Also wir haben A, B, A, das ist die Da Capo, also ein Teil A und dann gibt es den Mittelteil, dann gibt es den Teil A nochmal. Also nochmal von vorne bis in die Art Mitte. Wiederholung. Ne? Und dadurch wird der Affekt eingebunden und gleichzeitig kann er aber rauskommen. Ja? Er kann sich darstellen, er kann ins Äußere sich entfalten, wenn man jetzt dieses Bild wieder nehmen möchte. Ein Motiv, was in der Musik ja auch vorkommt, im Spätbarock beginnt, ist das sogenannte Seufzermotiv. Herr Kennel, können Sie uns mal ein Seufzermotiv zeigen? Ja, also es sind eigentlich Sekundsprünge, meistens abwärts, wobei dann immer bei den zwei, zum Beispiel Achtelbewegungen, immer die erste Note betont wird. Mhm. Und von daher kommt dieses Seufzen, oder das diese absteigende Linie, die dann diesen Affekt auslöst. Das, ist das sehr oft berühmt, eingebunden in der Musik des Barock? Ja, das wurde sehr oft verwendet. Das ist auch eines der berühmtesten Affekte, diese Figur des Seufzens. Und gerade musikalischen Opfer kommt das ja ganz deutlich und mehrfach vor. Beim letzten Teil, diese Triosonate, die Bach geschrieben hat, da, das quirlt und perlt andauernd mit diesen Seufzermotiven. Wenn wir über diese ganze Affekttheorie nachdenken und ein bisschen plastischer werden, dann ist man bald eben in der Musik auch bei der Frage, warum hatte man eigentlich so eine Sehnsucht nach diesen Engelsstimmen, also Stichwort die Kastraten, die ja unglaubliche Stars ihrer Zeit waren. Sie selber haben vorhin den Film Farinelli erwähnt, der das Schicksal erzählt, der Figur Farinelli, einer der berühmtesten Kastraten jener Zeit. Und heute hat man ja keine Kastraten mehr, Gott sei Dank nicht mehr, das wurde irgendwann verboten. Sondern heute werden diese Stimmen gesungen von Countertenören und Sie sind ein Countertenor und sind bereit, uns etwas vorzusingen. Herr Kennel, und zwar singen Sie uns aus der Händel-Oper Rinaldo die Arie Cara Sposa und die hören wir uns jetzt sehr, sehr gerne an, wie das klingt, wenn eben ein Countertenor singt. Sie das? Ganz toll. Also du machst es, Sie machen es ganz toll. Aber es kann ja eigentlich jedermann so hoch singen. Das ist in der Natur gegeben. Also ich singe ja mit der Falsettstimme, beziehungsweise mit dem Falsettregister und das hat jedermann. Und Falsettisten, von denen man ja immer spricht, das können alle Männer, die einfach mit der hohen Stimme singen. Also was heißt das, einfach mit der hohen Stimme singen? Das ist die Kopfstimme, oder? Ja, dieser Begriff Kopfstimme, Falsettstimme, das ist ja ein Disput, der schon mehrere hundert Jahre geht. Das ist ein Begriffsproblem. Für mich ist Falsettregister nicht gleich Kopfregister. Es ist ein ganz was anderes. Vielleicht kann ich das mit einem Bild darstellen. Wenn Sie von der Garage zu Hause vielleicht in den siebten Stock möchten,
fahren möchten, dann fahren Sie mit dem Lift hoch bis zum 5. Stock, müssen aber dann umsteigen in einen anderen Lift. Der fährt Sie dann in den 7. Stock und dann haben Sie himmelhoch jauchzende schöne Aussicht über die Stadt. Das heißt, es gibt keine Verbindung zwischen Bruststimme und der hohen Falsettregister. Das ist ein Bruch, den eben der Jodler zum Beispiel super perfekt ausnutzen muss, damit dieser Jodler kommt. Ich kann eigentlich überhaupt nicht jodeln, nein, ich bin kein Jodler, aber ich kann es vielleicht ganz kurz vormachen. Gerne. Also er macht es mit der Bruststimme und kippt dann in dieses Falsett hoch. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie eben, wenn Sie in den 7. Stock möchten, andauernd diesen Lift wechseln und Spaß haben daran, so haben die Jodler Spaß mit diesem Kipp. Also, holderei, holderei, das ist dieser Jodeln, das ist die hohe Stimme mit der Bruststimme unten, um das sehr vereinfacht so darzustellen. Und diese hohe Stimme, die haben auch diese Herren noch irgendwo in sich drin? Aber stimmt. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau wo. Nee, aber schlussendlich ist es Training, einfach, oder? Üben, Training, üben. Ja, oder haben Fall. Wir die noch irgendwo? Du vielleicht, sie vielleicht? Also die Register, sie sind vorhanden und man hat das Gespür, das zu bringen oder nicht. Und wenn man es natürlich dann kunstvoll einsetzen möchte, braucht das schon ein Training, ja. Und früher hat man das sozusagen anders hergestellt, diese Stimme, indem man die Männer als Knaben behalten hat, sozusagen. Durch die Kastration hat man verhindert, dass der Stimmbruch einsetzt. Und dadurch hatten die Männer zwar große Brustkörbe, also viel Volumen, aber sie hatten immer noch eigentlich die Stimme einer Frau. Richtig, ja. Das ist ein sehr spezielles und auch dunkles Kapitel, wenn man denkt, wie viele Knaben kastriert worden sind. Und der Klang war aber doch ziemlich anders gegenüber den Falsettisten, also den Countertenören. Eben gerade aus diesem Grund, weil sie ja nicht mit dem Falsettregister singen, sondern mit der Brust- und Kopfstimme. Und das ist ein ganz anderer Klang. Ein Knabenklang klingt anders als eben nur, wenn man mit der Falsettstimme, Falsettregister singt. Und weiß man etwas darüber, warum einem das irgendwie so zu Herzen geht? Also von Farinelli weiß man, dass die Frauen reihenweise in Ohnmacht gefallen sind, als er zu singen begonnen hat. Und das war ja nicht nur, weil der Mann jetzt irgendwie besonders schön war, sondern es war seine Stimme, es war wirklich das Singen. Und wenn Sie jetzt vorhin gesungen haben, das ist ja so eine Unmittelbarkeit, die aus der Stimme kommt. Aber warum spricht einen das anders an, wie wenn eine Frau mit einer normalen Altstimme diese Arien singt? Ja, es klang halt entrückt, androgen, wie man das immer sagen möchte, es klang einfach nicht irdisch. Es ist irgendetwas dazwischen. Und ja, die katholische Kirche hat selber gesagt, dass der Zugang zum himmlischen Gesang eigentlich nur geht über die Entrücktheit, über den Traum dann, den man irgendwie auch mitbekommt. Und so kommt man zur himmlischen Musik. Und das war sicher auch der Grund, weshalb dann Kastraten auch gesungen haben, dann in der Kirche unter anderem. Natürlich geht es auch darum, dass die Frau nicht reden durfte in der Kirche, aber und dadurch auch nicht singen durfte und deshalb diese Situation entstand. Aber diese Entrücktheit, das hat man auch gesucht. Und gerade Farinelli, der musste eine ganz spezielle Begabung gehabt haben, Töne sehr lange auszuhalten mit einem Messer di voce, das heißt das langsame, dynamische Ansteigen der Stimme zurücknehmen und dann diese endlosen Koloraturen, die er perfekt hatte. Und schauen wir uns doch einen Ausschnitt aus diesem Film an, ja? Dann sehen wir das.
ist wieder ein Popstar, ne? Wird der inszeniert. Ja, ja, ne, die war wahr. Ja. Und ja. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, man hat ja die Stimme synthetisch hergestellt, nicht? Und ich glaube, ja. Man hat eine Knabenstimme und eine Frauenstimme verschmolzen, um diese Kastratenstimme zu imitieren. Ja, es war ein Countertenor, ein Sopran. Und man hat die, ein Countertenor. Genau, man hat diese Stimmen zusammengelegt dann im Studio. Damit es möglichst kastriert. Weil der Stimmumfang war dermaßen groß, gerade auch Farinelli hatte, das ist unmöglich zu bewerkstelligen, nur mit einer Counter, mit einer Falsettstimme. Wenn wir jetzt diese Sinnlichkeit sehen in diesem Theater, dieser Federschmuck, diese Stimme und gleichzeitig am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, Absolutismus, Gotteslob, also die Kirche ist extrem dominant in dieser Zeit. Wie bringen wir das zusammen? Das ist ja auch für die Denker oftmals schwierig gewesen, zusammenzubringen. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, was zusammenzubringen. Eine Möglichkeit ist, über den Ordnungsbegriff zu arbeiten. Wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass in diesem Chaos eine bestimmte Ordnung dennoch zutage liegt, selbst in diesem ganzen Gekräusel des Innenraumes oder dieser Decke, meinetwegen auch. Und es gibt also eine Ordnung, und wenn man die rausfindet, dann kann man natürlich auch über den Ordnenden etwas herausfinden, also über Gott letztlich. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, den Gottesbezug in diese Sinnlichkeit hineinzudenken. Da müssen wir jetzt helfen. Mhm. Ja. Die Ordnung, also Federschmuck, diese Stimme, Üppigkeit, wo war jetzt da die Ordnung? Da ist doch eher Ausschweifende. Das ist richtig, aber die Musik ist ja organisiert. Ne? Sie ist ja jetzt so ausschweifend, sie sich bewegt, so streng, formal organisiert ist sie ja auch. Sie ist ja nicht jetzt, sie ist zum Beispiel viel geordneter als die Musik des mittleren 19. Jahrhunderts, würde ich sagen, in vielen Hinsichten. Obwohl sie das war jetzt auch besonders stark, sich diese Ausbrüche erlaubt. Das Faltenmodell kann da auch wieder weiterhelfen. Ne? Man kann sagen, all dieses Gekräusel und all die Sinnlichkeit und so weiter sind Entfaltungen, und diese Entfaltung lassen sich auf bestimmte Regeln bringen, die man möglicherweise sogar, Leibniz dachte das, berechnen kann. Mhm. Ja? Also cum Deus calculat fiat mundus. Als Gott rechnete, schuf er die Welt, entstand die Welt. Also Gott ist ein Rechner. Und man kann diese Rechnung versuchen nachzuvollziehen. Hat das Leibniz gesagt, diesen Satz? Mhm. Wer ist der nochmal? Wenn Gott, als Gott rechnete, entstand die Welt. Auf Latein. Auf Lateinisch. Ja. Das wollen die Einsiedelschüler wissen. Ja. Genau, ja. Cum Deus calculat, als Gott rechnete, fiat mundus. Okay. Wie sehen Sie das? Also Sie haben mir auch erzählt, dass es in gewisser Hinsicht ja auch im Barock eben diese Kirchenmusik gab, aber auf der anderen Seite eben auch die Theaterwelt entstanden ist. Wie können wir die beiden Dinge zusammenbringen, oder müssen die gar nicht zusammengebracht werden? Also die Geistlichen gingen ja, glaube ich, zum Teil auch ins Theater, oder? Ja, interessant ist ja dieser Diskurs von geistlich-weltlich, von Macht der Musik in Bezug zur Liturgie. Das ist ja in der Geschichte der Kirche sehr interessant. Und ausgerechnet oder überhaupt in der Barockzeit ging diese Spannung, dieser Diskurs eigentlich in den Hintergrund. Er trat in den Hintergrund, weil die hatten eine gemeinsame Ebene, das ist das Repräsentieren weltlicher wie geistlicher Fürsten, ihre Macht zu repräsentieren, gerade in der Gegenreformation, als die Kirche natürlich Werbung machen musste, Propaganda, in dem Sinne Propaganda Fidei, also Verbreitung des Glaubens. Das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Also hier kommen diese beiden Elemente stark zusammen, diese Barockzeit. Also man will sozusagen Gott feiern, aber auch den Fürst feiern. Deswegen Absolut. Sieht ein Schloss wie Versailles ja zum Teil auch fast aus wie eine Kirche. Wie ist es mit den Gewändern, wenn wir noch einmal jetzt an Farinelli denken, dieser Federschmuck? Es gibt ja auch dieses sehr stark Weibliche, das in diesen Kostümen zutage tritt. In dem Film Mein Name ist Bach haben Sie keine Perücke getragen, aber jetzt in Versailles tragen Sie offenbar Perücken. Ja, auch Strumpfhosen. Auch Strumpfhosen. Ja. Wie ist das als Mann, sich so weiblich zu verkleiden? Ja, nochmals, das gehört einfach zur Rolle dazu, das gehört zu dieser Zeit dazu. Das ist also der Dresscode, ob höfisch oder nicht höfisch, war einfach so, war auch vielschichtig. Es bringt natürlich dann auch es hilft dann auch eine gewisse Körperlichkeit in die Rolle reinzubringen. Und
man bewegt sich anders. Was ja auch ganz wichtig ist, weil an diesen Höfen war ja eine streng geordnete Etikette, wie man da sich gegenüber trat oder dann vor allem, als dann Le Roi reinkam, der König reinkam, da war ja, der hat ja, so eine körperliche, Körperlichkeit, das hilft auf jeden Fall, diese Zeit noch mehr zu bewohnen oder noch mehr zu spüren oder noch mehr zu leben. Nicht nur mit der Perücke, sondern auch vor allem mit dem Kostüm. Ja. Sie sprechen diese Etikette an, Manieren, ganz wichtig in dieser Zeit. Auch der barocke Tanz ist ja eigentlich sehr statisch, sehr, sehr stark reglementiert. Wenn man das sieht in so Kostümfilmen, denkt man immer, die können sich ja kaum bewegen, weil es so aufrecht alles ist. Dazu würde ich auch in dem Bereich, zumindest in den Umkreis dieser affekten Bewältigung rechnen. Also wenn Sie sich mal vorstellen, wie wir heute affektiert tanzen, ja? Und wie geregelt das damals war, wie geordnet das damals war und wie trotzdem in dieser Ordnung Affekte zum Ausdruck gelangen konnten. Das glaube, und gleichzeitig war es ein Machtmechanismus. Solange getanzt wurde, konnte man nichts Schlechtes tun. Ja, man war sozusagen beschäftigt, ja, mit dem Zeremoniell. Und gerade Louis XIV, der war ja so ein, der war verliebt in die Tänze und in diese Ordnung und in diese Aufstellung von Tänzen. Der war ja, es gibt einen wunderschönen französischen Film, da ist Le Roi danse, der König tanzt, der sich vor allem auf dieses höfische Etikett und auf diese Tänze konzentriert, den ich mir jetzt auch vor ein paar Wochen angeguckt habe. Das ist ein Meisterwerk, ja. Vielleicht ist das auch eine der Faszinationen am Barock, dass es eben einerseits dieses Schwülstige, die Affekte, die Affektausdrückung zulässt, aber gleichzeitig die Ordnung nicht ganz verlässt, dass wir also sozusagen geordnet schwülstig sein dürfen. Könnte man das so auf diese Formel bringen? Ich würde sogar sagen, dass bestimmte Formen des Barocks, also Versailles ist ein Paradebeispiel dafür, denken Sie an den Garten. Also da ist klar, das ist ja so übergeordnet, ja, dass die Ordnung klar die Oberhand hat. Und vor allem noch, wenn ich den Herrn Professor kurz unterbrechen darf, das steht mir natürlich nicht zu, aber der Louis XIV hat den Garten so ausgerichtet, es war ihm ganz wichtig, auch wo man anfing zu gehen, ne? Wo man in diesen Garten trat, dann wollte er haben, dass wenn man da entlang geht, dass dann dort ein Springbrunnen kommt und wenn man da entlang geht, also da war auch eine ganz klare Ordnung, Abfolge, wie man diesen Garten zu begehen hatte und was für Sensationen da einem entgegenkamen. Ja, Herr Professor? Also die Gartengestaltung ist ziemlich interessant. Gerade wenn man jetzt den Unterschied zum Beispiel zu den englischen Gärten, also etwas nachbarocken, ins Auge fasst. Nicht? Also plötzlich wurden die Gärten aus dieser Ordnung befreit, scheinbar befreit, und es sollten sozusagen Landschaften wieder gewonnen werden. Und das ging einher natürlich mit einer neuen Konzeption von letztlich auf Gentleman und Bürgerlichkeit hindeutenden Selbstverständnis. Ah, ne? Wenn wir zum Schluss noch auf Vanitas eingehen. Also wir haben jetzt viel gesprochen über den Prunk, über das Gold, über das Gelage. Wir haben nicht gesprochen über die Schäferstündchen, aber die kommen natürlich auch vor. Dann könnte man ja sagen, die Vanitas, die begleitet ja diese ganze Zeit, also dieses Carpe Diem. Wo spielt die Vanitas denn eine Rolle? Kommt die irgendwie vor in den Opern? Oder warum sagt man immer, Vanitas-Motiv ist so wichtig? Irgendwo hat man immer noch einen Turtelschädel, wenn man von Barock spricht. Wo kommt das vor? Das kommt eigentlich immer vor, denke ich. Entweder sehr versteckt oder sehr offensichtlich gesetzt. Also Kirchenmusik ist es dann klar, in welche Richtung das dann liegt. Christ lag in Todesbanden zum Beispiel oder andere Kantaten, die bewusst Bezug nehmen zu der Vanitas. Aber in der Oper dann immer dieser Nachgeschmack am Schluss noch, da liegt auch etwas Zerbrechliches drin. Und ich denke, das war immer irgendwie präsent. Können Sie ein Beispiel geben für so einen Nachgeschmack? Oder was meinen Sie damit, wie die Oper ändert? Oder? Ja, das die Lietofine, das Happy End, das wurde dann immer so mit einem bitteren Beigeschmack im Ablauf der Geschichte. Fast in jeder Oper kommt das ja eigentlich vor im Barock. Diesen Hochmut zum Beispiel, die eine Protagonistin hat und dann fällt. Aber es kommt dann trotzdem am Schluss noch so ein festliches Ende dazu. Aber irgendetwas stimmt nicht mit dem. Und das kommt eigentlich fast in jeder Oper vor. Wobei ich glaube, das ist zeitlos.
Also das zieht sich über die Generation, das zieht sich über die Jahrhunderte, ob das jetzt Barock ist oder dann Spätbarock, dann der Rokoko, der überall, oder? Das ist zeitlos, also diese Faszination. Der Tod gehört natürlich zum Menschen dazu, ja. Aber man kann ja vielleicht schon sagen, dass im Barock der Tod auch sehr präsent war. Wir denken an den 30-jährigen Krieg, an die Pest, das Sterben war allgegenwärtig. Vor allem, weil man auch früher gestorben ist. Da war die Lebenserwartung eines Menschen war Mitte 40 maximal, Mitte 50 vielleicht. Das lag sehr eng beieinander. Die Medizin war alles andere als, da gab es noch kein Penicillin. Also es gibt zwei Gründe, warum ich nicht in der Barockzeit leben möchte. Das eine ist Penicillin, das zweite ist Toilettenpapier. Gab's beides nicht, ne? Oder? Das hat doch, also jetzt, vielleicht jetzt nicht gerade mit Toilettenpapier und Penicillin, aber es hat doch sicher auch... Vielleicht gibt es noch andere Gründe, aber die, das sind die das sind meine zwei wichtige Gründe. Ja. Ich würde da auch unterscheiden wollen mit dem Vanitas-Gedanken zwischen den verschiedenen Ausprägungen, also die... lutherische Kultur, durch die ja Bach sehr geprägt ist, hatte sicherlich ein anderes, oder Gryphius in der Literatur hatte ja sicher ein anderes Vanitas-Verständnis als jetzt die eher durch die Gegenreformation geprägte katholische Kultur. Das Interessante, glaube ich, für uns, oder das Faszinierende und vielleicht auch im Unterschied zu anderen Epochen auffallende ist, dass das Vanitas gerade in dieser Üppigkeit gesehen wurde. Ne? Also dass in dem Aufblühen das Sterben da ist oder das Vergängliche dort ist. Können Sie dazu noch ein Beispiel geben zum Schluss im Aufblühen, das Sterben? Also ich habe gerade ein Bild vor Augen, weil ich vor kurzem in New York war, in der Frick Collection gesehen habe. Dummerweise weiß ich nicht mehr genau den Titel. Und das ist eine allegorische Darstellung, dass Kraft und Weisheit die Welt regieren. Und Kraft ist ein muskulöser Herr und Weisheit ist eine üppige Frau. Und im Hintergrund steht ganz anders Vanitas, Vanitatum. Es ist alles vergänglich. Also Kraft und Weisheit, so üppig und stark sie sind, letztlich ist die Welt doch vergänglich. Ganz toll. Ein kleiner Bruch noch. Ganz toll. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Taubmann, Herr Hindrichs, Herr Kennel, dass Sie zu uns gekommen sind. Dankeschön. Gerne. Auch Ihnen danke ich fürs Interesse. Mehr von den Sternstunden gibt es am kommenden Sonntag. Dann ist Eva Ilus bei mir zu Gast. Die renommierte Soziologin erforscht seit vielen Jahren unser Liebesleben. Und sie erklärt, weshalb die Liebe wehtut und warum sie sich dennoch lohnt. Schalten Sie zu.